Logbuch des Kapitäns. Sternzeit 48650,1. Drei Schiffe der Sternenflotte haben den Orbit erreicht und die Überlebenden der Enterprise werden nach oben gebeamt. Unsere Verluste waren gering, aber leider kann die Enterprise nicht geborgen werden. Es war äußerst kompliziert, Counselor. Aber warum haben Sie sich dann dafür entschieden, den Emotionschip nicht zu entfernen? Anfangs war ich nicht vorbereitet auf die unberechenbaren Auswirkungen der Emotionen. Aber jetzt, nachdem ich 261 verschiedene Emotionalzustände durchlebt habe, glaube ich, meine Gefühle kontrollieren zu können. Sie werden nicht länger mich kontrollieren. Naja, ich hoffe, dass Ihnen das gelingt, Data. Data, ich habe hier was gefunden. Ein Lebenszeichen, aber sehr schwach. Spot! Bin ich glücklich, dass du da bist, Spot? Und noch eine Familie wieder vereint. Data, ist alles in Ordnung? Ich bin nicht ganz sicher, Counselor. Ich bin froh, dass Spot wieder da ist. Und trotzdem weine ich. Vielleicht hat der Chip eine Fehlfunktion. Ich glaube, er funktioniert völlig richtig. Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen. Denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen, ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich, Nummer eins, sind wir alle nur sterblich. Sprechen Sie nur für sich selbst, Sir. Ich habe vor, ewig zu leben. Ich habe immer gehofft, eines Tages auf diesem Stuhl zu sitzen. Vielleicht werden Sie das noch. Irgendwie bezweifle ich, dass dies das letzte Schiff sein sollte, das den Namen Enterprise trägt. Karen Farragut, beamen Sie uns nach oben.